Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, in der letzten Folge waren wir ja in der vierten Mission angekommen und die hatten wir tatsächlich innerhalb von einer Folge durchgekriegt. Finde ich sehr gut. Und ja, jetzt geht's hier weiter mit dem Peloponnesischen Krieg, Leute. Dann würde ich sagen, starten wir. Ist klar. Perikles kniff die Augen in der Nachmittagssonne zusammen, als er die steinerne Miene des Spartanerkönigs vor sich sah. Das Überleben Athens hing von Nahrungsmitteln aus dem Westen ab. Doch Verhandlungen mit Sparta über Landwege scheiterten. Krieg ist jetzt unvermeidlich. Athens Armee könnte die Spartaner auf dem Feld niemals besiegen. Daher gab Perikles den Befehl, die Bürger nördlich von Athen hinter die sicheren Stadtmauern zu bringen. Dort konnten sie einer Belagerung so lange wie nötig standhalten. Irgendwie, schwor Perikles, würde er einen Weg finden, Athen zum Sieg zu führen. Okay. Alles klar. Ja, es geht wieder gegen Sparta, Leute. Athen gegen Sparta. Jetzt im Jahre 404 vor Christus. Also wir sind schon echt in der Vorantike. Jetzt schaut mal, die Gebäude sehen jetzt schon ein bisschen stylischer aus, Leute. Gut, Nahrungsmittel aus dem Westen. Doch Verhandlungen mit Sparta über Landwege scheiterten. Krieg ist jetzt unvermeidlich. Alles klar, Leute. Dann blätter ich nochmal kurz die Geschichte durch. Nach dem Persien. Persien also. Okay. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, starten wir einfach. Mal direkt. Und jo. Cutscene. Ha! Die Verhandlungen mit Sparta sind nutzlos. Die Waffen müssen sprechen. Unsere Bürger müssen hinter die Stadtmauer gebracht werden. Sorgt dafür. Okay, Leute, also die Bürger hinter die Stadtmauern, alles klar, also euch, ja? Gut, dann geht ihr mal da rein. Oh, schaut mal, wir sind in der Antike. Moment, aber ich muss erstmal die Bürger hier rausholen. So. Ja, ja, Phalanx. Leute, wir haben Verlangen. Geil. Ja, wir sind jetzt wirklich in der Antike angekommen, Leute. Und wir haben aber keine Ressourcen, ne? Schaut mal, das ganze Design hat sich geändert hier unten. Richtig cool. Genau, wir sind in der Antike. Wir können Punkte verteilen. 26. Bürgerbauzeitsenkung. Bürgerkostensenkung. Bogenschützen. Was nehme ich denn hier? Ich glaube, hier in dieser Mission werden die Schiffe wichtig. Ne? Hier, Schiffe, Transportschiffe. Geschwindigkeit. Und ja, das war's eigentlich. Trefferpunkte noch. Und plus 15% Bevölkerungsgrenze. Das ist immer gut, Leute. Und die Türme können mal noch ein bisschen mehr Reichweite kriegen. So. Leute, dann haben wir uns jetzt ein bisschen abgegradet. Hier oben ist nichts mehr. Die Bürger laufen in die Stadt. Ein bisschen schneller, bitte. Aha. Da, Spartaner, Leute. War gut, dass wir die direkt hier rausgebracht haben. Alles klar, dann würde ich mal sagen, jo, lasse ich die Bürger einfach mal da. Wir haben null Ressourcen. Ach du Heilige. Ich muss hier rein, ne? Moment. Ach du Scheiße. Schaut euch das an, wie viele das sind. Die Mehrzahl der Bürger ist sicher hinter den Mauern Athens. Perikles hat eine Strategie für den Krieg entwickelt. Er ist bereit, sie in die Tat umzusetzen. Versichern wir uns zuerst, dass keine Spartaner die Stadt infiltriert haben. Sucht und tötet alle Eindringlinge. Dann muss ich zum Parthenon, wo ich dem Volk von Athen meine Pläne präsentiere. Tötet alle Eindringlinge. Sollen wir die kaputt machen? Ernsthaft? Was muss ich jetzt genau machen? Bringen Sie Perikles zum Parthenon, wo er den Bürgern Athens seine Pläne darlegen wird. Wenn er dies tut, ist das Stadttor verschlossen. Sorgen Sie daher dafür, dass sich bereits alle Beteiligten innerhalb der Stadtmauern befinden. Ja, das haben wir schon gemacht. Und wir müssen also zum Parthenon. Was ist das hier? Das Parthenon. Genau, Leute. Gut, dann stell dich mal da oben auf. Die Versammlung hat gesprochen. Ja, richtig, Leute.
Ja, wir spielen die Geschichte Athens weiter hier. So. Bürger der Stadt, wir können der kommenden Belagerung nur mit großen Nahrungsreserven widerstehen. Wir brauchen mindestens 10.000 Nahrungseinheiten für die Belagerung. Diplomaten müssen in jede westliche Kolonie in Magna Graecia geschickt werden und über Getreide verhandeln. Um unsere Diplomaten und die Lieferungen zu schützen, müssen wir Kriegsschiffe bauen. Ah, ja, okay. Schaut mal hier, wir haben jetzt Ressourcen. Zwei Städte werden ihnen Getreide geben. Schicken Sie Diplomaten per Schiff zum Dock jeder Stadt, um die Lieferung abzuholen. Begleiten Sie sie dann zurück nach Athen. Jede Ladung enthält 2500 Nahrung. Ah ja, Leute, wo ist denn der Diplomat? Wo ist denn hier ein Diplomat? Ich habe hier aber keinen Diplomaten. Das ist irgendwie komisch. Ah, hier, schaut mal. Galeere, Fregatte, Kriegsschiff. Ja, wisst ihr was? Ich mache mal eine Massenproduktion an Kriegsschiffen jetzt einfach mal. B. So, Leute. Einfach mal 6 Kriegsschiffe. Und Fregatte, Galeere. Ich habe aber keinen, ich habe aber keinen Diplomaten, ne? Ich habe hier irgendwie keinen Diplomaten. Oh, schaut mal hier. Ja, die belagern uns. Schaut euch das an. Es sind so viele hier. Hä? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Was? Warum das denn? Naja, gut. Dann würde ich sagen... Oh Gott. Habe ich noch ein Autosave hier gehabt? Nein, Leute, nein. Ich habe es nicht geschafft. Ach, verdammt. Eine Allianz und schon bald marschierten die Moment mal. Was ist denn hier jetzt los? Moment. Ich lade das Ganze nochmal und starte die Mission einfach nochmal neu. So, F10, Spiel beenden, so, starten, verdammt, jetzt mach, verdammte Hacke, nochmal neu, okay, verdammt, ich habe vergessen zu speichern, ich Dödel, ey, Mann, okay, warum haben wir denn verloren, sag mal, das verstehe ich jetzt weniger, ach. Warum haben wir gerade verloren? So weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, gut, wo hatte ich die jetzt noch verteilt hier? Ich glaube, auf die Bürger, ne? Und auf die allgemeinen, hier. Mauern und Türme hatten auf jeden Fall die Reichweite erhöht. Ja, es tut mir gerade ein bisschen leid, dass ich da irgendwie... Irgendwas, keine Ahnung. War da ein bisschen komisch, so Bevölkerungsgrenze... Was war hier noch? Schiffe, ne? Genau. Transportschiffe. Wo sind die Transporter? Hier. Geschwindigkeit und Trefferpunkte. So war es, glaube ich, ja. Ist doch blöd, oder, Leute? Was soll das? Da habe ich auf einmal verloren. Hä? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Sorry. Ich habe doch nirgendwo einen Diplomaten Chat. Nee, danke. Ich habe nirgendwo einen Diplomaten. Was soll denn das? Wir werden angegriffen. Ja, Leute, das ist egal. So, die Bürger kommen rein. Der Typ geht jetzt erstmal hier hoch wieder. Die Mehrzahl der Bürger ist sicher hinter den Mauern Athens. Dann machen wir das Ganze nochmal. Hä? Ist bereit, sie in die Tat umzusetzen. So. Versichern wir uns zuerst, dass keine Spartaner die Stadt infiltrieren. So, alles klar. Und jetzt? Du sollst doch hier eine Rede halten, ne? So. Warum triggert das jetzt nicht? Bringen Sie... Wenn ihr dies tut, wird die Stadttor verschlossen. Ja, aber er ist doch hier. Das Parthenon. Ach, das ist eine Ach, ich voll Idiot. Hier ist der Typ. Athenes Wille, ja genau. Aber hier ist doch nichts. Hä? Bürger der Stadt, wir können der kommenden Belagerung
Nur mit großen Nahrungseinheiten. Diplomat. Wir brauchen mindestens 10.000 Nahrungseinheiten. Ich verstehe. Also wir müssen Diplomaten selber bauen. Ach Gott. Ja. Gut. Nahrungsmittel Gold. Okay, Leute, wir brauchen 2 Diplomaten. Dann mach hier nochmal bitte ganz kurz die Kriegsschiffe. So. Einfach mal 5 Kriegsschiffe. So, hier. Ich werde beim Dock gebraucht, wo meine Reise zu den westlichen Kolonien vorbereitet wurde. Ach, genau, jetzt verstehe ich das. Ich habe einfach beim letzten Mal keine Dings gebaut, keinen Diplomaten. So, okay, Leute, Diplomat hier ans Dock bringen. Hallo. Ich habe dieses Schiff betreten. Jetzt muss ich zum Dock einer westlichen Kolonie segeln und wegen Getreidelieferungen verhandeln. Ja, aber dafür brauche ich erstmal Kriegsschiffe, oder? Baut mal schneller, das ist ja wohl nicht wahr. Hier ist noch ein Diplomat. So sei es, genau. Diplomatenschiff, Leute, sehr, sehr gut. Aber eigentlich, können wir die ausrotten, oder? Oh, schaut mal hier, alle Mann an Deck. Kriegsschiff Bronzezeit. Das sieht jetzt richtig krass aus, schaut mal. Alle Segel setzen. Geile Stimme. Geile Stimme. So. Mach mal Schaden. Ach, verdammt. Egal. Gut, Leute. Wir haben noch ein Diplomatenschiff. Setzt das Vorsegel. Coole Stimmen hier, ey. Alle Mann an Deck. Richtig geil. So, Leute. Weitere 2 Kriegsschiffe. Noch eins am besten. Ich weiß nicht, was gut gegen Kriegsschiffe war. Ich glaube, Fregatten, oder? Muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall können wir jetzt hier... Nahrungsmangel ließ in Athen Seuchen ausbrechen. Oh. Auf den Straßen sterben die Menschen. Die Pestilenz hält an, solange die Nahrungsmittelvorräte der Stadt unter 10.000 Einheiten bleiben. Ja. Ach du Heilige, die Pest! Verdammt interessant. Gut, Leute. Aber ich muss erstmal abwarten, bis die Kriegsschiffe hier fertig sind. Das dauert ewig. So, jetzt kann ich hier die Kriegsschiffe losschicken. So. Und ihr Diplomaten? Piraten hier. Alle Segel setzen. Oh Mann. Geile Stimme. Setzt das Vorsegel. Oh Mann, mach den noch mal ein bisschen schneller hier. So, Leute. Versenkt den Landratten. Genau. Oh Gott. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Jetzt das Vorsegel. Oh Mann. Witzige Stimmen hier, ey. Gut, Leute, dann würde ich sagen, speichern. Griechen, zack. Ja, Leute, also... keine Ahnung, ja, warum das da eben verloren gegangen ist direkt. Und hier, wir sehen wieder... die belagern uns. Oi, oi, oi. Hier unten. Ah, alles klar. Hier, Spartans. Okay. Dann mach die kaputt. Los. Mach die Kinder schnell kaputt. Versenkt die Landratten. Genau. Ich finde das geil, dass das so Piratenstimmen hier sind. Außer der. Der hört sich ein bisschen komisch an. Aber gut. So, hier ist wieder Land. Versenkt die Landratten hier. Ankerlichten. Geile Stimme. Wirklich. Oh Mann, Leute. Empire Earth ist einfach so ein mega geiles Spiel, wirklich. Ankerlichten. So, dann gibt denen noch mal ein bisschen mehr Life Points hier. Ja, die sind einfach zu langsam hier, diese Kriegsschiffe. Verdammt nochmal. Nicht genug Ressourcen. Ja, okay. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, macht ihr mal den Weg frei. Ja, spielt ihr mal die Volksbank und Raiffeisenbank, bitte. Macht den Weg frei. Hier, seht ihr? Das sind nämlich Kriegsschiffe, aber die halten irgendwie nicht so viel aus. Schaut euch das an. So. Setzt das Vorsegel. So. Alles klar. Gut, dann... ach, hier ist noch einer, okay? Alle Segel setzen. Geile Stimme. Oh Mann. Ja gut.
ist so bescheuert. Oh Mann. Ja gut, alles klar. Gut, Leute, dann... Der Hafen ist da oben. Alle Segel setzen. Oh Mann. Gut, Leute. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Diplomaten, oder? Können wir uns momentan nicht leisten. Okay. Egal. Alle Mann an Deck. So. Dann fahrt ihr erstmal da hoch. Die sind nämlich ganz schön flott. Guckt euch das mal an. Die sind ganz schön schnell. Okay, Leute, dann... Wir sind da. Wir sind am Hafen angekommen. Dann Diplomaten mal bitte nach vorne. Seht ihr das? Ah, das sind Fregatten. Also die Fregatten bringen also nichts. Ah. Paras ist Athens Allianz beigetreten und beliefert die Stadt mit Getreide. Ah, Getreidelieferung. Diese sind bereit, nach Athen zu segeln. Der Getreidevorrat ist begrenzt. Der Transport muss geschützt werden, sonst wird Perikles Nahrungsquote von 10.000 verfehlt. Dann würde Athen den Spartanern unterliegen. Also hierhin. Naja, Herr Captain. Was? Wo denn das? Was ist denn los, hä? Ach du heilige Leute, schaut mal. Hier geht die Pest um. Das sind Ratten. Oh mein Gott. Ah, toll. Die Pest ist da. Oh Mann. Gut, da ist noch ein Schiff hier. Gut, dann Kriegsschiff. So, los. Aus Sizilien sind Boten eingetroffen. Die Stadt Segesta möchte Athens Allianz beitreten. Mhm. Man sagt, dass dort reiche Gold- und Eisenvorkommen zu finden seien. Gold und Eisen, Leute. Oh mein Gott. Hä, wo kommen die denn her? 18. 20. Die kriegt ihr nicht. Oh, geht ihr weg. Oh, der hat ein Schiff von uns kaputt gemacht. Sein Ernst? So. Der hat tatsächlich die Getreidelieferung beschossen. So, Segesta möchte ihr Verbündeter werden. Falls es ihnen gelingt, einen Diplomaten zu bringen, können sie halt Gold und Eisen abbauen. Sehr, sehr gut. Hallo? Schießt sie mal da drauf? Was soll das denn? So, wo ist Segesta? Hier ist Segesta, ne? Gut. Wir haben allerdings nicht mehr viele Kriegsschiffe hier. Alles klar. Dann... 2500 Einheiten Nahrung wurden in die Hallen Athens geliefert. 10.000 sind für den Sieg über Sparta vonnöten. 10.000 für den Sieg über Sparta. Okay, dann muss ich noch mit dem... Mit dem Typ hier. Mit dem süßen Typ hier. Einfach mal hier hin. Ankerlichten. Ah, da kommt schon wieder einer. Seht ihr das? Da kommt schon wieder eine Fregatte, Leute. Okay, das waren also Galeeren gering, Kriegsschiffe, alles klar. Ist Athens Allianz beigetreten und beliefert Athen mit Getreide. Diese drei Schiffe müssen Athen schnellstens erreichen. Ja, ist ja gut. Holen Sie Getreidelieferung mindestens 10.000. Okay, Leute. Was ist hier? Muss ich da auch nochmal einen reinschicken oder was? So, Segesta also. Mhm. Okay, ich erinnere mich, das wird noch schwierig hier in Segesta. Ja, ich erinnere mich, Leute. Aber wir können... Tatsächlich, die Soldaten sind kaputt. Ach, die, ey. Diese Galeere da, oder was das? Ja, eine Fregatte, okay. Boah, es sind vier Stück. Oh mein Gott. Egal, fahrt einfach. Oh. Da hinten ist auch wieder ein Rot, was Rotes hier, ne? Was macht ihr denn da? Schießt doch da drauf! So. Egal, die können uns nichts. Die sind zu langsam. Einfach schnell durch hier, los. Wo kommen die auf einmal eigentlich alle her? Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, wir speichern es mal. So. Und ja, in 10 Minuten werde ich das dann bearbeiten und dann direkt die erste Folge hochladen. Tatsächlich. Wow. Ja. Okay. Ah ja, war sogar ein Autosave noch. Okay. Alles klar. So, wir haben 10.000. Ja, sehr gut. Die Nahrungsquote wurde erfüllt. Das Volk Athens ist wohlgenährt. Die Soldaten sind stark. Die Moral war nie besser. Jetzt muss eine Armee aufgebaut und die Spartaner müssen aus Korinth vertrieben werden. Der Sieg ist zum Greifen nah.
Alle Getreidelieferungen sind sicher in Athen angekommen. Es wurde nicht nur eine Hungersnot vermieden, Athen hat auch noch zusätzliche Nahrung für die Armee. Das Volk jubelt. Oh, sehr schön, Leute. Wir können eine Armee also ausheben. Sehr, sehr gut. So, Leute. Bogenschützen. Wir können noch mal ein paar Pünktchen hier verteilen. Flugzeuge, ja klar. Nö, Kavallerie, Schwertkämpfer. Macht die mal ein bisschen stärker. Kavallerie-Distanzangriffe brauchen wir noch nicht. Schwerkämpfer vielleicht noch. So, zack. Und dann würde ich sagen, der schießt hier weiter drauf. Das finde ich sehr interessant. Und ja, dann können die Mühlen bauen. Die können gar nichts bauen. Die müssen einfach Holz abbauen. Ja, okay, dann baut mal Holz ab. Und wohin soll ich gehen? Es sind nur noch zwei Verlangen übrig. Aber wir können jetzt hier jede Menge Verlangen bauen, Leute. Dann haben wir die gleichen Waffen wie auch die Spartaner. Sehr, sehr gut. Gut, wir können Reiter bauen. Das wird... Oh! Kriegselefant. Geil. Machen wir hier alles zweimal. Noch ein paar Bogenschützen. Ja, gut, okay. Elefantenbogenschützen. Ja, warum eigentlich nicht? Warum ein paar Elefanten tatsächlich? Deren Ernst? Deren Ernst? Oh mein Gott. Okay, was soll ich jetzt machen? Machen Sie Ihre Armee bereit. Sie müssen alle Spartaner aus Korinth vertreiben, um Ihren Sieg zu garantieren. Es sind jetzt auch Transportschiffe verfügbar, falls Sie die Verteidigung von Orten wie Segesta verstärken wollen. Okay. Wir könnten hier Gold abbauen. Aber wisst ihr was? Ich brauche euch erstmal... Macht mal... Versucht mal hier durchzukämpfen. So, versucht euch mal da durchzukämpfen. Weil da sind schon wieder hier... Da. Galeere, Leute. Ich weiß nicht, ob das... Ah, Galeeren sind gut gegen Kriegsschiffe, glaube ich. Ja? So, Leute, dann. Spartens. So, versenkt die Landratten hier, genau. So, verliere ich jetzt gleich einen Dock? Ey, was? Das kann doch nicht wahr sein. Warum zum Teufel? Fregatte, komm. Mal zwei Fregatten hier. Und dann bräuchte ich eigentlich einen Bürger hier, der es mal repariert. So, Leute. Reparier das Ding. Schneller, bevor die... Ah, okay, ist zu spät. Verdammt. Die machen es kaputt. Ach, Mann. Du blöder Penner, wirklich. Kommt das Schiff bald mal raus hier? So. Da ist das Schiff. So, und... Alle Segel setzen. So. Sehr, sehr gut. Das eine Schiff geht kaputt. Zeitgleich. Oh Mann, Leute. Euer Ernst. Zeitgleich sind die kaputt gegangen hier. Streitwagenbogenschützen. Cool. Wurfspeerträger. Geil. Ja, wir haben schon einiges an verschiedenen... So. Militäreinheiten hier, ne? Oh, Penner. Mach den kaputt. So. Das kannst du nicht gewinnen. Alles klar, ein Dock kann ich leider nicht nachbauen, ne? Das ist... Kann ich leider echt nicht nachbauen. Ja gut, okay. Gut. Dann würde ich sagen... Muss ich nach Segesta? Oder reicht das auch so? Alle Segel sitzen. Versenkt den Landratten. Oh Mann, Leute. Sehr, sehr gut. Alles klar, da würde ich mal sagen, bauen wir noch ein paar Verlangen. Rüsten wir die mal ein bisschen auf. So, hier. Wohin sollte ich gehen? Genau, so. Dann hier, hier und hier. So, Leute. Dann können wir die paar hier ja vertreiben. Das ist ja nicht viel. Das ist ja schon eine ganz gute Taktik eigentlich, ne? Und Segesta möchte ihr Verbündeter werden. Falls sie Diplomaten, können sie dort Gold und Eisen abbauen. Ich brauche also nur einen Diplomaten, ne? Okay. Hausmittel Gold 100. Ich habe kein Gold. Verdammt. Egal, das war's sowieso mit Segesta, glaube ich. Die Schiffe kommen zurück. Sehr, sehr gut. Und ja, ansonsten, So.
noch 8 Stück und dann haben wir das Einheitenlimit voll und dann können wir noch die Leutchen hier platt machen alle und dann die Folge beenden tatsächlich, Leute. Jawohl. Dann ist es schon wieder soweit. Und dann würde ich sagen, jo, hoffe ich, dass euch das hier gefällt. Empire Earth. Mega geiles Spiel und jo, so können wir. Wir können nicht, weil wir wieder mal kein Gold haben. Ja gut. Wo sind denn jetzt die ganzen Schiffe hier, hä? Wo sind die ganzen Schiffe? Ihr Spartaner, hä? Wie seht ihr aus? Oh, die sind sogar geupgradet von denen. Wir werden angegriffen. Da! Macht ihr kaputt. Los. Genug jetzt von euch Spartanern hier. So, weg damit. Sehr gut. Gut, Leute, dann kann die nochmal hier mit beim Holz helfen. So, noch 4 Stück. Wir werden angegriffen. Da ist... Och, du Heilige. Ja, cool, okay, das passt aber. Fregatten, sehr, sehr gut. Mach die kaputt. Ich finde das gut, dass die automatisch kämpfen hier. So, Leute. Wir werden angegriffen. Mach die kaputt. So. Alles klar, dann würde ich sagen, das gewinnen wir. Zwar knapp, aber wir gewinnen das. Ja, ja. Zack. Der hat noch ein Schiff von mir hier mitgenommen, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Aber macht nichts, ist nicht schlimm. Ah, dann kriegen wir sogar Bevölkerungslimit nochmal dazu, ne? Ja. Aber gut, ich würde mal sagen, stell das Schiff mal hier hinten hin. Alle Segel setzen. Alle Mann an Deck. Alle Segel setzen. Genau. Alle Mann an Deck. Alle Mann an Deck. Ich finde die Stimme einfach so herrlich. Gut. Der letzte Fahrgang ist fertig. Dann würde ich mal sagen, Leute, geht mal raus hier. Das möchte ich noch machen, bevor ich hier die Folge beende. Mit schönen Kriegselefanten. Scheiße, ich die Elefanten, Alter. So, dann mach die kaputt. Mit ganzem Herzen hier. Oh, die Elefanten sind so episch, schaut mal. So, dann mach die hier kaputt. Das ist ja einfach. Mit den Elefanten ist das mega easy. So, einfach drüber trampeln hier. Für den Thron. Jo, die haben wir. Und jetzt? Für Ruhm und Ehre. Für Ruhm und Ehre. Genau, Leute. Wir können wieder keine Hunde bauen. Das ist ein bisschen doof. Für den Thron. Ja, Karte erkunden, würde ich mal sagen. Ne? Gut. Zum Glück haben wir hier die Reiter. Hier oben ist nichts. Für Ruhm und Ehre. Was ist das denn hier? Hier unten. Ach, hier unten. Okay, ich verstehe, Leute. Da unten. Okay. Die sind ja direkt vor unserer Stadt, ne? Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig, aber gut. Wir haben keine einzige Einheit verloren. Richtig gut. So, Leute. Ich glaube, hier. Gut, dann geht mal dahin. Ich glaube, hier, Korinth. Ah, hier sind die Spartaner. Seht ihr das? Schaut euch mal die Schlacht an hier los. So, Schlacht hier. So. Mach die kaputt. Los. Na, das ist schon verlustreicher hier. Ach du Heilige, die haben... Dann mach mal die Dinger da kaputt. So, mach die Dinger hier kaputt. Verdammt nochmal. Die haben Steinschleudern, oh mein Gott. Ja gut. Machen Sie Ihre Armee bereit, greifen Sie... Greifen Sie die spartanische Streitmacht an. Ja, super. Ich habe aber keine... Ach, verdammt. Die haben Steinschleudern, die Penner. Okay, da ist meine Uhr. Das hat jetzt nicht ausgereicht, ne? Aber gut, ist egal. Ich baue einfach hier jede Menge Fahrlangen nach hier. So, Leute. Ich spiele noch ein bisschen. Ja, genau, ich spiele noch ein bisschen. Lass noch mal kurz die Einheiten hier rauskommen. Für Ruhm und Ehre. Und dann würde ich mal sagen, oder? Ah, nee, wisst ihr was? Eure Befehle. Nee, ich mache die Folge zu Ende, Leute. ja, wenn euch die Folge gefallen hat, trotz dieses Fails gerade, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich jetzt die Folge und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.